Hallo und willkommen beim Harfensänger. Mein Name ist Antje und ich habe mal wieder eine Aufgabe bekommen, nämlich dieses Schätzchen hier neu zu beseiten. Ich habe eine Aufnahme gemacht mit diesen Seiten. Das sind noch die Originalseiten von 2015. Sie sind ein bisschen angelaufen und sie klingen nicht mehr ganz so klar. Und deshalb haben wir beschlossen, mal ein Experiment zu wagen und Goldseiten bzw. vergoldete Seiten draufzuziehen, weil das hier so ein Edelteil ist mit Goldösen und Goldwirbeln und da passt es ganz gut. Wir wollen testen, wie der Klang ist, wie sich das macht. Und ich werde dann, wenn sie frisch beseitet ist, dasselbe Stück, was ich jetzt mit der Harfe vorhin gespielt habe, nochmal spielen. Einfach damit man ein bisschen einen Vergleich hat. Bei der Gelegenheit wollte ich noch einen Tipp loswerden. Und zwar gibt es immer mal wieder das Problem, dass sich Saiten im hohen Bereich seltsam anhören, dass die so ein komisches Jaulen drauf haben, ein Nebengeräusch, das wirklich sehr, sehr unangenehm sein kann und viele wissen nicht, was sie dann machen sollen. Es gibt zwei Sachen, die man machen kann. Das eine ist die Soforthilfe, ihr nehmt den Faden. Ich zeige euch das. Ihr nehmt einen Sternzwirn oder ein Knopflochgarn oder irgendwas, was ein bisschen fester ist. Und wenn ihr dann so eine Seite habt, mal gucken, die hier klingt zum Beispiel jetzt nicht besonders. Hört ihr das? Die hat so ein Miau Miau drauf. Wenn sowas passiert und ihr habt es in eurem Notfallset, dann könnt ihr da drunter fahren, unter die Seite, ja? Und geht da oben hoch und zieht es unter diesen Knopf, also zwischen Knopf und Seite. Dann ist es meistens weg. Sieht aber natürlich ein bisschen komisch aus. Ja? Upsala. Was ihr machen könnt, wenn ihr daheim seid, ihr löst die Seite, nehmt einfach einen Stimmschlüssel, ihr löst die Seite so weit, bis ihr an den Knopf rankommt. Ja? Dann nehmt ihr ein Tuch, ein Stückchen Zewa oder irgendwas, legt es da drüber und mit der Zange dreht ihr diesen Knopf. Weil meistens ist der da eingeschnitten und deshalb schnarrt's. Einfach noch so eine Sache zur Soforthilfe. Weil das ist, und dann macht es einfach wieder fest und stimmt wieder. Das funktioniert in 80% der Fällen. Wenn es ganz, ganz hartnäckig ist, braucht man vielleicht sogar einen neuen Knopf. Die hier hat jetzt polierte Ebenholzknöpfe, die scheinen relativ stabil zu sein. Es gibt auch hellere Knöpfe und ich habe schon gesehen, dass da wirklich, dass es einschneidet, die Saite, und dass dann der Klang dadurch leidet. Es ist mit dem Faden, das war so ein Experiment, weil mir ein Hackbrettspieler gesagt hat, die machen das auch. Freischwingende Saiten haben grundsätzlich immer wieder dieses Problem. Das wollte ich euch zeigen. Ich werde jetzt diese Harfe neu beseiten und dann hören wir wieder voneinander. Bis später. So, hier noch ein kleiner Zwischenstand. Ich wollte euch nochmal geschwind zeigen, wie ich das überhaupt mache mit dem Saiten runter machen, weil das für viele ja auch so ein bisschen schleierhaft ist, wie das funktioniert. Ihr dreht den Wirbel ab und haltet die Saite dabei fest. Dann wisst ihr nämlich, wie weit der Wirbel vorher drin war. Und wenn das von alleine rausflutscht, dann seid ihr da. Und dieses Ende hier, wo der Wirbel war, das knipse ich ab. Weil, wenn ich das dann da hinten durchziehe, durch die Harfe, das muss da hinten ja wieder raus, ja, dann würde ich den Lack oder das Holz verletzen, wenn hier die Spirale noch wäre. Ja? Deshalb mache ich die weg. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass ihr hier nichts in die Augen kriegt. Und manchmal muss man auch mit so einem Haken oder irgendwas hinten nachfassen, weil die so fest drin sitzen, dass man sie manchmal nicht vernünftig rauskriegt. So, wir sehen uns wieder, wenn ich den Rest der Saiten weg habe. So, wie ihr seht, habe ich jetzt alle Saiten unten. Ich habe sie ein bisschen geputzt, weil jetzt kommt man ja schließlich dran.
Und der große Überraschungsmoment, wer es nicht weiß, den überrascht es immer wieder neu, der Steg unten ist nicht fest, sondern das ist nur ein Zapfen in der Mitte hier, so ein Holzdübel, und der steckt hier in einem Loch drin. Das heißt, was immer wieder passieren kann, ist, dass der dann irgendwie nachher schief ist. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe den Buntsteg hier noch ein bisschen poliert, der war ein bisschen angelaufen. Ansonsten sieht sie eigentlich noch richtig gut aus. Für das, dass sie wirklich viel gespielt wird. Was jetzt, ich habe das in einem anderen Video schon mal gezeigt, was jetzt halt wichtig ist, dieser Steg, der hält durch die Spannung der Saiten. Das heißt, wenn ich die irgendwie schief reinmache hier, dann sitzt mein Blatt die ganze Zeit schief und ich wundere mich, warum die Noten nicht unter den Notensaiten sind. Ich muss also schauen, dass ich diesen Steg nachher gerade reinkriege. Wie mache ich das? Ich helfe mir in der Regel, indem ich die äußersten Saiten zuerst einziehe und dann das Blatt ausrichte. Dann suche ich mir ein Notenblatt, das sehr viele gleiche Noten hat untereinander, damit ich eben gucken kann, ist die Saite gerade. Ich mache das mal eben geschwind und dann zeige ich euch das. So, ich habe jetzt mal die tiefe Saite reingemacht. Sie ist noch ganz locker und die höchste. Und habe mir ein Blatt gesucht und das hat ziemlich viele gleiche Töne, wie ihr seht. Und mir ist es aber am liebsten, ich habe Achtel, weil die ziemlich klein sind. Und ich suche mir jetzt die Reihe hier, die ziemlich viele Achtel hat. Und ich gucke, dass das Blatt auf der Schiene aufliegt und jetzt kontrolliere ich. Das unterste ist in der Mitte, aber das oberste ist daneben. Also ist die Schiene schief. Ich muss sie also ein bisschen korrigieren. Jetzt schiebe ich sie mal ein bisschen so rüber. Mach das Blatt wieder rein, guck. Und was sieht man? Am besten ein Auge zumachen, dann sieht man es besser. Fehlt noch ein kleines bisschen. So. Jawohl. Jetzt ist die unterste genau an derselben Stelle wie die hier. Und auch die oberen Viertel hier sind in einer Reihe. Und hier habe ich ja so wunderbar viele Viertel. Und wie ihr seht, passt auch das ziemlich gut. Ja. So, dann kann ich weitermachen. Aber erst die Schiene ausrichten, bitte. Weil sonst liegt nachher euer Notenblatt immer schief. Nicht gut. Falls euer Notenblatt nämlich immer schief liegt, könntet ihr kontrollieren, ob eure Schiene gerade ist. Ich mache mal weiter. Bis später. So, Delle, jetzt seht ihr hier das Prachtstück in neuer Montur mit schönen neuen Saiten. Die lasse ich jetzt ein bisschen sitzen, damit sich die Stimmung ein bisschen besser hält. Und dann nehme ich das Stück nochmal auf und ihr könnt vergleichen. Macht's gut. Viel Spaß. Tschüss.